Inzwischen meine beiden Trainer, zum einen unser Gästetrainer von Borussia Frieden, Slatko Radic. Hallo, herzlich willkommen, Herr Radic, an dieser Stelle. Hallo. Und ebenfalls ein herzliches Willkommen an unseren Heimtrainer Daniel Schiemann, ebenfalls ein herzliches Hallo an dich, Daniel. Zuerst vorab, genau, ein kleiner Applaus, haben die Coaches Sicherheit verdient. Vorab möchte ich ganz kurz Danke sagen, nämlich heute Mittag kam über die Kanäle, dass die Zweitligapartie Duisburg gegen Köln abgesagt wurde, wegen Unbespielbarkeit des Platzes. Und da haben alle die Luft angehalten und haben nach Gießen geguckt, in Gießen regnet es genauso. Aber ich muss sagen, Dankeschön an unseren Greenkeeper, den Horst Viel, der hier diesen Platz in der Zubereitung vorbereitet. Ein toller Platz, super Zustand, Dankeschön Horst, dass wir heute auf diesem Platz spielen konnten. Genug dessen, Herr Radic, Sie haben das erste Wort, Ihr Statement zum Spiel. Bitte schön. Hallo zusammen. Ja, vielen Dank. Erstmal Glückwunsch für Sieg, FC Gießen und mein Freund Daniel. Ganz kurz zum Spiel. Also, wir wussten schon, dass FC Gießen sehr, sehr starke Anfangsphase hatte. Und wir haben uns darauf vorbereitet. Aber wenn man rauskommt und in der zweiten Minute kriegt ihr gleich 1-0 und in der 12. Minute schon 2-0, das war für uns ganz, ganz schwer wieder ins Spiel zu kommen. Aber wir haben dann versucht, immer mit ein oder anderen Möglichkeiten nach vorne zu spielen. Und dann aus einer Standardsituation, das war schon mal ein Mittel, wo wir auch ein oder andere Tor erzielen können, Standards. Und dann haben wir es 2-1 weggekürzt. Und der weitere Spielverlauf ist natürlich so passiert, dass wir immer tick langsamer am Ball waren als die Gießener Mannschaft. Dazu muss ich ganz ehrlich sagen, die Tore, die rausgespielt haben, die waren sehr, sehr schwer zu verteidigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz haben wir gesagt in der Kabine nach der 4-1, nicht, dass wir hier wie die andere Mannschaften, die hier gespielt haben, mit 7-8 Stücken nach Hause fahren. Wir haben probiert, Zentrum wieder stärker zu machen. Und da hat es uns gelungen, in der zweiten Halbzeit 15-20 Minuten nochmal mitzuhalten. Aber dann habe ich auch gemerkt, vielleicht, dass FC Gießen ja, ein bisschen runtergeschaltet hat und habt ihr nicht so viel ja, Lust gehabt, nochmal weiter Gas zu geben. Das hat uns gut getan, dass wir auch gut gestanden haben hinten. Und haben wir zum Schluss 4-1 verloren. Und das sage ich jetzt, dass wir uns zweite Halbzeit gut verkauft haben. Haben wir zumindest eine Halbzeit 0-0 gespielt gegen zukünftige regionale Gießen und die beste Mannschaft in der Liga. Das haben wir heute definitiv gesehen. Dankeschön, Slatko Radic. Daniel, wie hast du es heute gesehen? Ja, auch erstmal von mir. Hallo an alle. Ja, ich denke, der Slatko hat es schon ganz, ganz gut beschrieben. Ich glaube, die Jungs haben wirklich von Anfang an Druck gemacht, wollten direkt von Anfang an auch zeigen, dass wir hier nicht am Dienstag denken. Und das ist uns in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen. In der zweiten Halbzeit ja, war es dann eher, was das Spiel nach vorne angeht von uns, echt nicht gut. Ich glaube, bis ins letzte Drittel haben wir es ordentlich gemacht, aber dann immer wieder die falsche Entscheidung getroffen oder der Pass kam dann nicht. Und ja, Frieden hat es gut gemacht. Die haben das Zentrum, wie das Gladi schon gesagt hat, verstärkt, haben es da die Räume noch enger gemacht. Und ja, wir haben es dann nicht verstanden, dass wir in der zweiten Halbzeit mehr über die Außen kommen müssen. Und mit der Einwechslung Markus Müller mit zwei Stürmern wollten wir dann auch vermehrt ja, die zwei auch damit Flanken füttern, wenn man dann schon so zwei Hünen vorne hat. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit gar nicht gut gemacht, wollten es weiterhin noch spielerisch lösen und ja, und dann kam so eine zweite Halbzeit zusammen, wobei, und ich hoffe, dass das dann auch irgendwo ein bisschen menschlich ist, dass man dann vielleicht irgendwo dann doch an den Dienstag denkt. Das hat man, glaube ich, dann schon bei dem einen oder anderen gesehen und ja, von dem her sind wir trotzdem zufrieden, dass wir hier gewonnen haben und jetzt freuen wir uns natürlich auf ein tolles Spiel am Dienstag und Slatko, dir und deiner Mannschaft weiterhin viel Erfolg, dass ihr die nötigen Punkte für den Klassenerhalt bringt. Vielen Dank. Dankeschön.